Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 Online. Der Anfang diesmal mit Stimme, weil nicht nur eine neue Waffe wieder draußen ist, sondern wir haben ja wieder Anfang des neuen Monats und mit 1000%iger Wahrscheinlichkeit gibt es wieder ein neues Splatfest-Thema. Und ja, ich bin mal gespannt, was es diesmal ist. Hoffentlich kein Scheiß. Das letzte war sogar recht cool gewesen. Wir erinnern uns immer noch an das Klopapier, aber das ist schon mal so eine Vergangenheit. Aber ja, okay. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Let's go. So, haut raus. Safe. Wir haben Anfang des Monats, also kann nur irgendwas mit Splatfestartiges kommen. Ja, okay. Okay, gut. Bin mal gespannt, was es diesmal so ist. Komm. Mach die Nähe. Ich bin gespannt, was es ist. Und? Okay. Es ist auf jeden Fall kein Scheiß. Wie verbringt ihr am liebsten eure Zeit? Vertieft in einem spannenden Film? Oder liegt auf der Couch mit einem guten Buch? Nichts gegen Bücher, aber Filme kann man nicht toppen. Findest du? Aber nur Bücher lassen deine Fantasie komplett freien Lauf. Und ich habe noch keinen Film gesehen, der besser als das Buch dazu war. Ach nee, du bist doch nicht etwa eine von denen, Marina? Es ist doch viel schöner, sich selbst die Charaktere und Orte vorzustellen. Ach komm, dafür bietet der Film ein volles Erlebnis in Ton und Bild. Die Spezialeffekte, die Stunts, die Musik, das ist so mitreißend. Dafür kannst du dir für ein Buch so viel Zeit nehmen, wie du willst. Ich könnte mir jedenfalls nicht zwischen Auftritten eben einen Film ansehen. Ich auch nicht, aber in einem Kino sitzt man einem Kübel Popcorn in Arm. Aber überlassen wir die Entscheidung einfach den Zuschauern. Was bevorzugt ihr? Trefft eure Wahl am Splatfest-Wahlstand. Ich weiß jetzt schon, was ich nehme. Das ist so klar. So, neue Waffe. Und Kelvin 525. Zum Glück haben sie es nicht Kevin genannt. Okay. Ja, das können wir dann sowieso gekonnt überspringen. Also, würde ich so sagen, sehen wir uns gleich in Artis Laden, ob wir uns die Waffe jetzt gleich reinziehen oder doch eher etwas warten müssen für einen entsprechenden Level. Also, bis gleich. Angekommen in Adis Waffenladen sehen wir nun, dass wir die neue Waffe sogar jetzt schon haben. Ich will es auch stark hoffen, zum Glück, weil das wäre jetzt nicht so geil wie bei dem Hydrant, den wir jetzt auch freigeschaltet haben, den ich im letzten Part nicht spielen konnte, weil der Hydrant erst ab Level 27 verfügbar war. Jetzt sind wir Level 27. Ja, den machen wir dann im nächsten Part. Ich habe böse Erinnerungen noch am ersten Teil. Aber ich mach's trotzdem. So, dann bereichere uns mit wertvollen Informationen, aber zur aktuellen Waffe, wenn das alles noch okay wäre. Das wäre wunderbar. Ja, fangen wir bei dem Hydrant mal an. Der Hydrant setzt den Gegner gewaltig unter Druck, doch genau dafür ist er gemacht. Allerdings lädt er recht lange und sein Tintenhumor ist riesig. Haltet den Gegner besser mit Robobomben auf Idealdistanz oder hol sie aus ihren Verstecken. Wenn sich ein ganz schlauer vorwagt, wenn dein Dauerfeuer aufhört, überrascht ihn mit einem netten Tintenschock. Hältst du andere gerne auf Abstand? Dieses Set ist für dich. Außerdem ist für dich jetzt dieses Schmuckstück hier verfügbar. Kelvin 525 oder 525, wie man will.
Der Fokus der Kelvin 525 liegt auf der Verstärkung der Angriffskraft. Die Feuerrad ist nicht sehr hoch, doch ihre Durchschlagskraft direkt nach dem Rollen ist erheblich höher als gewöhnlich. Neben der Stärke der Hauptwaffe verdient auch die Tintenmine zum Aufspüren von Gegnern Beachtung. Und mit dem Tintendüser eilst du weiter entfernten Teamkollegen flugs zu Hilfe. Meine Expertenmeinung, ein gut ausbalanciertes Set für Allrounder. Jo, die werden wir uns dann noch gönnen. Aber hole ich mir erstmal den Hydrant für den nächsten Part schon mal. Und gönne uns den Kelvin 525 für diesen Part. Beweglichkeit ist okay. Aber der andere Kram. Ihr Reichweite geht eigentlich. Feuerrate. Feuerrate ist recht hoch. Ich bin einfach mal gespannt, wie es sich so spielen lässt. Und ich würde sagen, eine Runde Standardkampf, zwei Runden Ranked oder wie auch immer das Ganze immer lang dauern wird, vor allem bei Ranked. Und ja, sehen wir uns erstmal in der ersten Runde hier im Standardkampf. So, damit erstmal die erste Runde im Standardkampf. Vielen Perlmutt Akademie. Und mit einer wunderbaren Xenoblade Chronicles 2 Pro Controller in der Hand versuchen wir hier mal die Waffe zu spielen und die Feuerrate soll recht hoch sein. Warum schießt die so komisch einzeln? Das ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen komisch irgendwie, wenn ich jetzt wieder ehrlich bin. Aber man kann ja die sowieso wieder... Na, okay, dann geht's. Hä? Wenn man die zusammenhält, also so hier, dann schießt die ja so ähnlich wie eine Gallon. Aber ja, die Ulti ist ja ganz gut. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Okay, wenigstens schon mal den erstgelegten schon mal tot. So, den auch schon mal. Ey, das wäre jetzt so peinlich jetzt wieder gewesen, wenn ich jetzt wieder sterben wäre, ne? Sterben würde. Ja, sorry, ich bin schon wieder jetzt schon etwas komplett verpeilt und mein Deutsch sagt, wir haben es kurz vor 9 Uhr früh. Fragt nicht warum, sonst nehme ich auch so gegen nachmittags oder abends auf, also fragt nicht warum. Als ob, Mann. Naja. Irgendwann muss es ja schon der Zeitpunkt sein, in dem ich wieder kläglich failen werde. Aber mal schauen. Ich denke mal, mit der Waffe werde ich jetzt nicht so scheiße umgehen. Hat der eine Dings parat zufällig? Kann das sein? Der andere hat ja einen Camp-Lowert, oder das weiß ich ja. Aber muss der andere einen Sniper haben? Piss dich. So. Hoffe, dass es was gebracht hat. Wie sieht die Map aus? Naja, lässt sich sehen. Aber so scheiße ist die Waffe eigentlich gar nicht, weil ich gedacht hätte, na, schießt so komisch einzeln. Und zusammen ist er wie ein Gallon. Er kommt jetzt hierher, ne? Verpiss dich, dankeschön. Dass du es trotzdem versucht hast. Aber es wurde ja doch nichts draus. Ja. So, für die Gegner droht Gefahr. Für uns ist das schon mal sehr gut. Damit kann ich schon mal sicher gehen, dass es eventuell in dieser Runde klappen könnte. Das wäre schon irgendwie cool. Oh, scheiße. Er hat mich zwar getötet, aber ich habe ihn auch umgebracht. Ja, Mann. Wir haben gewonnen, ey. Gegeben, Mann. Oder? Ja, doch, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ja. Lief ja doch ganz okay. 5 Kills. Auf jeden Fall ganz nice. Ja. Lässt sich auf jeden Fall sehen.
Aber dann würde ich sagen, versuchen wir es mal im Rangkampf, wie sich das Ganze so abspielt. Und es wird die Hölle, das weiß ich jetzt schon. Aber naja, einfach so ist es auf jeden Fall wert. Also sehen wir uns gleich hier im Rangkampf wieder. Und dann wird auch noch Herrschaft gespielt. Naja, besser als Turmkommando. Aber ja, gut, mal schauen, was das Ganze so mit sich bringen wird. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, auch wenn ich weiß, dass es irgendwie nichts wird, irgendwie, weil Rangkampf ist irgendwie, keine Ahnung. Bei mir sind immer schlimme Erfahrungen immer. Aber ja, na gut. Wir haben ja erstmal hier das Schöne in unserem Territorium hier. Okay, der war da schon weggeniedet, das ist sogar sehr gut. Ich bleib mal hier in der Mitte, in der Hoffnung. Okay, das ist auch schon mal weg. Ah, jetzt können die Gegner eventuell eine kleine Chance bekommen. Aber jeder doch nicht. Wir bleiben auf jeden Fall weiter am Ball. Die Hälfte haben wir ja schon zum Glück. Mal schauen, ob wir weiter kommen. Und weiter noch das Territorium für uns behalten können. Also in den kleinen Bereich hier. Ich bleib hier immer noch am Ball. So, der ist auch weg. Der sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, Mann. Nice Runde. Richtige nice Runde, ne? Das war gut. Das war sehr, sehr gute Teamarbeit, würde ich mal an der Stelle mal erwähnen. Nice. So kann es doch eigentlich immer ablaufen, ne? Wenn man gute Teammates dabei hat. Lief auf jeden Fall gut. Jetzt weiß ich zwar nicht, wie viele ich an Kills gemacht habe, aber es waren, ich glaube, nicht so viele. Da waren zwar nur ein paar Assists dabei, aber das war es auch schon wieder. Aber irgendwie cool. Cool. Schon cool. So, dann, ja, mal schauen, ob die nächste Runde genauso abläuft. Ich bin mal gespannt. Also, letzte Runde. Ich habe echt ein richtiges Timing, ne? Herbst, 9 Uhr in der Früh übrigens. Und jetzt wird Turmkommando gespielt. Yay, yeah, jetzt habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Motivation ist auf jeden Fall voll dabei. Richtig. Das ist bis jetzt bei dem Modus, wo ich zwar A- bin, guter Rang für mich schon auf jeden Fall. Aber ich habe 2 Risse. Und stehe wenigstens kurz vom OK-Balken. Und ich mag halt irgendwie kein Turmkommando. Pisst euch weg, ey. Aber wenn ich das jetzt verkacke, ne? Ich habe keinen Bock, dass mir mein Rang weggenommen wird dadurch. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf, ne? Ich glaube, das hat nicht jeder. Mann, ey. Ja, dankeschön. Dafür gibt's ein cool. So. Zum Glück liegen wir erstmal weit vorne, dass es mein Team gebacken bekommt, noch etwas zu reißen. Ach du Scheiße. Erstmal ein bisschen was einfärben hier. Für die Ulti auf jeden Fall. Aber ich kann mit dem Inkjet auf Englisch gesagt. Und mit diesem Jetpack halt so allgemein gesagt. Kann ich irgendwie null irgendwie was reißen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil manchmal verkackt ich, habe so das Gefühl. Haben wir jetzt hier Raketenduell oder was? Nee, doch nicht. Schade. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Verpiss dich. In dem 48. Los. Macht. Macht. Geht nach vorne. Verpisst euch alle. Ey, das kann echt nicht sein, ne? Ey.
Ist doch kein Wunder, warum ich nur noch selten Rangkämpfe spiele. Weil das sowas von räudig ist, ne? Warum war das auch so arschklar? Piss dich doch weg, Mann, du Vollidiot! Und dann noch ein Cast, ey. Kann ich gleich verpissen. Ach, Mann, ey. Rutscht man doch den Buckel runter. Kann echt nicht sein. So, wo ist der Nächste? Der kommt bestimmt gleich in irgendeine Ecke, ne? Safe. Hier, der nächste Vollidiot. Geil. Danke für die Kamera, dass sie so wunderbar mitmacht, ne? Finde ich geil. Also ich glaube, das war eher meine eigene Dummheit, ne? Immer anderen Leuten oder etwas anderes in die Schuhe schiebe, obwohl man selber eigentlich komplett verbockt hat, ne? Das mache ich zu oft. Ja, immer noch das... Mann! That escalated quickly, bitches! Was soll das Scheiß? Nein, schon wieder! Ey, der Versuch irgendwie überhaupt an den Turm ranzukommen, ist auch so schon asozial, ne? Ey, das ist doch nicht wahr, ey! Aber naja, wir haben ja ab Mitte Dezember, ich denke mal in guten 2-3 Wochen, verpiss dich! Verpiss dich, Mann! Hahaha, gefickt! So, ich mach mal mit, ne? Ah, der ist schon tot. Ja, Noob. Okay. Aber das wird auf jeden Fall nichts mehr. Das weiß ich jetzt schon. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Jetzt einfach mal mit drauf hier. Na, geh doch rauf. Achso, das war Checkpoint. Ja, wir haben es sogar schon geschafft. LOL. Wir könnten so, ja, wir könnten es schaffen. Es muss kein K.O.-Sieg sein. Es reicht, dass wir es jetzt schon gebacken bekommen haben. Aber es, ich wollte gerade meine Ulti benutzen. Was soll das Scheiß? Egal, scheiß drauf. Die Gegner dürfen jetzt nicht den Turm bekommen. Egal, einfach runter. Einfach runter. Einfach nur die Gegner eliminieren, die auf dem Turm sind. Mehr ist es nicht. Komm. Komm. Die dürfen jetzt nicht gewinnen doch zum Schluss. Das wird's. Das wäre jetzt nicht so geil. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Dankeschön. Wurde aber auch mal Zeit, ne? Oh mein Gott. Ah. Ja. Dankeschön. 10 Kills. Aber ein paar Assists waren dabei. Und auf die OK-Markierung, bitteschön, wenn es okay wäre. Dankeschön. Jetzt können die Risse ruhig gerne kommen. Dann ist es mir egal. Ah, wunderbarer Abschluss. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dass die Grafik zum Glück nicht so drunter gelitten hat von der Quali her wegen dem Facecam und so, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Trotzdem, allgemein, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier in Splatoon 2 online. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Yeah.